Hallo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht habt ihr den Thumbnail gesehen oder den Titel gelesen. Wie ihr wisst, habe ich Nike TN 3, glaube ich, 3 Plus bestellt. Auf jeden Fall, es ist angekommen. Es hat ungefähr, ich glaube wirklich 16 Tage oder so gedauert. Also ich habe bestellen gedrückt und 16 Tage ist es angekommen. Ich sag mal, es wurde in 2 Tagen verschickt sozusagen, denke ich mal. Dann ist ungefähr so 15 Tage schon angekommen. Es ist schon krass auf jeden Fall. Links auf jeden Fall in der Beschreibung. Hier haben wir unsere Schuhe. Wie ihr sehen könnt, hier haben wir die China-Verpackung auf jeden Fall ohne Schuhkarton. Alle Film von hier. Ja, von hier. Auf jeden Fall jetzt packen wir ganz entspannt aus. Es ist Babyblau. Nike TN Plus Babyblau auf jeden Fall. Von DH geht bestellt. Mach mal weg. Da steht unsere Adresse und so. Vielleicht, falls jemand nicht glaubt, hier chinesische Schriften. Als ob ich das auch fake. Zieh mal raus auf jeden Fall. Das sind die Schuhe jetzt. Also, die sind einfach genauso angekommen. Auf jeden Fall, es ist sehr schön bearbeitet. Wirklich, wirklich sehr schön bearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich die anziehen werde. Weil ich ziehe eigentlich nicht so gern die Fake-Sachen an. Es ist Größe 44. Es ist wirklich gut bearbeitet. Ich habe mir die Farbe Babyblau ausgesucht, weil das ist ein bisschen fresher als die anderen auf jeden Fall. Und ich habe schon alles verglichen. Es gibt keinen einzigen Unterschied. Vielleicht nur die hier, die bei dem Stoff, die Finger, wie nennt man Finger? Schwamm. Die Schwamm oder so ist ein bisschen anders oder so. Mehr ist es auch nicht wirklich. Vielleicht auch hier ein bisschen schwarz. Vielleicht sieht man es auch. Ansonsten wirklich keine große Änderungen oder große Unterschiede auf jeden Fall. Hier seht ihr auch Tuned Air auf jeden Fall. Hier, die funktionieren auf jeden Fall auch. Wie nennt man die? Luftfahrwerk? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wie die heißen auf jeden Fall. Leute lachen mich bestimmt aus wegen dieser Scheiß. Ja, aber ist egal. Es ist wirklich gut bearbeitet. Ich selber habe 39 Euro gezahlt, weil ich irgendwie DHGates-Coupons hatte oder irgendwie sonst was. Auf jeden Fall, es kostet ungefähr 65 Euro. Ich kann den billigsten finden auf jeden Fall. Links auf jeden Fall in Beschreibung. Ist ja kein Thema, das ist ja ganz klar. Finden wir mal noch mehr auf jeden Fall. Ich zeige euch mal innen hier. US. Naja, Mann, okay. Innen ist ein bisschen mager, hier ist ganz blau, es ist, glaube ich, im Internet ein bisschen anders, in Originale. Hier, wie ihr sehen könnt, US 10, UK 9. Was zeige ich hier gerade? Ich zeige die Größen an meiner Köln. Hier auch gut gut bearbeitet auf jeden Fall. Wie ihr sehen könnt, ist halt drauf geklatscht, drauf geklebt. Auf jeden Fall, es ist wirklich ein schönes Schuh. Deswegen habe ich mir auch die Farbe ausgesucht. Also es passt mir auf jeden Fall, ja, es ist ganz wenig bisschen zu eng, aber ist ja kein Ding. Ja, es ist auf jeden Fall sehr schöne Schuhe. Man merkt wirklich keine Unterschiede. Vielleicht hält es nicht so lange wie beim Originalen. Also, aber ich habe mein Kollege hat eine Originale. Also die werden schon dreckig auf jeden Fall, aber ist ja beim jedem Schuh so. Die halten bestimmt nicht so lange, gehe ich davon aus. Ich glaube mal so, ich sag mal 2 Jahre. Weil die sind wirklich gut, weil ich hatte auch eine TN. Es war eine ganz normale TN Weiß. Es hat wirklich drei Jahre hat es ausgehalten. Das war schon krass, wirklich. Ihr könnt es auf jeden Fall ruhig bestellen. Sehr schöne Schuhe. Also ich feiere den selber wirklich. Viele Fans von mir wollten auch dieses Video haben. Ja, das war's auch mit dem Video. Darf man die Hallo sagen? Ja, darf Fans und so. Das war's auch mit dem Video. Abonniert meinen Kanal, liked dem Video. Ich küsse eure Augen. Links in der Beschreibung. Ciao.